Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Warum gehe ich hier hin, wenn ich nicht weiß, wo ich hinreisen muss? So, Vostok Maron Seecluster. Das ist es, wo ich hin will. Den Hinterhalt haben wir überlebt, das war nicht das Problem. Vostok Maron See. Da. Und Vostok. Ein russischer Kranz. Aber auch. So, was haben wir denn hier wieder für Planeten? Müsste noch ein weiterer sein. Okay, machen wir erstmal den hier. Pataiton. Pataiton ist ein ziemlich kleiner Wasserstoff-Helium-Gasriese mit einer Atmosphäre, die große Mengen Chlor aufweist. Ja, finde ich auch gut. Ziemlich kleiner Gasriese. Eine Materialien-Inschrift. Und Alku. Die geologischen Charakteristika von Alku wurden zwar schon per Scanner erfasst, aber darüber hinaus ist nicht sehr viel über diese Welt bekannt. Alku ist ein für äußere Systeme ziemlich typischer terrestrischer Mischplanet aus Felsen und Eis mit Spuren von Krypton und Xenon in seiner Atmosphäre. Seine Kruste besteht aus Silikaten und gefrorenem Wasser mit vorgekommenem Aluminium. In der Nähe dieses Planeten wurde schon häufiger nicht registrierter Raumschiff beobachtet. Von Reisen dorthin sollte abgesehen werden. So, Nodaku. Offenbar gibt es auf dem Planeten unter uns einen aktiven Notsender, Commander. Keine Nachricht, nur ein Ortungssignal. Okay. Nodaku ist eine grüne Welt mit reichlich Wasser, einem gemäßigten Klima, einer dichten Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre und einem üppigen Ökosystem. Die Bedingungen für Leben scheinen perfekt zu sein. Der relativ hohe Anteil von Sauerstoff trägt zur Vitalität der Menschen bei, hat aber gleichzeitig die Entwicklung von Insekten von furchterregender Größe ermöglicht. Leider ist Nodaku ein Fall von beinahe, aber eben nicht ganz. Wie auf der Erde kommt es häufig zu Gewittern, aber in Nodaku dichterer, sauerstoffreicherer Atmosphäre sind die Ohren betäubend und Ursache ständiger Lauffeuer. Noch schlimmer aber sind die großen und allgegenwärtigen in der Hochdruckatmosphäre umherfliegende Pollenknäuel. Bei Menschen und anderen sauerstoffatmenden Lebewesen verursachen sie schwere oder tödliche allergische Reaktionen. Fast perfekt, ne? Klumartum. Klumartu verfügt über eine zunehmend dünner werdende Atmosphäre aus Methan und Stickstoff. Die Oberfläche aus Calcium und Uranvorkommen bestehende Oberfläche ist Sengetals. Was Größe und Orbit angeht, ist Klumartu ein virtueller Zwilling der Erde, der allerdings ohne jegliche Leben auskommt. So. Wir landen mal auf Nodaku, dem fast perfekten Planeten, und hoffen, dass da gerade kein Gewitter ist. Und nehmen. Wir haben ja alle ausgerüstet. Tali und Garrus. Ja. Was ich aber sehr geil finde, Ökosystem üppig, ne? Keine Bäume. So, wo müssen wir hin? Was haben wir hier für Ziele? Einmal Anomalie, einmal Trümmer, einmal wissenschaftliche Einrichtung. Trotz allem muss ich mich jetzt nicht um die Gegner kümmern. Ich gehe erstmal zur Anomalie. Und gucke, was da so Schönes auf uns wartet. Ich hoffe mal... Indriana oder... Okay. Ja, okay. Diese Steuerung ist Hammer. Wow. Ah, yeah, yeah, yeah. So. Wir fahren aber noch gerade rauf. Vor uns liegt der Mount Everest. Das ist auch schon mal sehr gut. Ich glaube nicht, dass wir da drüber fahren können. Dann müssen wir wahrscheinlich im Grunde da das ins Parkhaus. Das ist schon mal schön. Die drei Fragezeichen. Marco, John Shepard, Garrus, Stuckmann, Gastgeber. Na, wunderbar.
So. Quasi wieder fast am Rand. Ach, uralte Trümmer. So, Turianisch insignieren. So, Dezember. Da geradeaus. Also quasi eigentlich der Grenze des Gebiets entlang fahren. Da oben kommen wir, glaube ich, sogar drüber. Im Gegensatz zu hier. Weil unser Fahrzeug mit 3 PS schafft das nicht. Oh, oh, oh. So. Dass da niemand vernünftiges Terraforming betreiben konnte, ey. Oh, scheiße! Die Steuerung ist komplett im Arsch hier. So. Wow. Komm schon. Sind wir fast da? Ah, ja, gut, ich hätte einen Meter weiterfahren können, ne? Das hätte es auch gebracht. So. Auch die Scheiße. Okay. Gegner, ein trojanischer Creeper. Was machen die denn hier überall schon mittlerweile? Und warum hat dieser Wagen eigentlich so vergleichsweise schlechte Waffen? Weißt du, mit der Pistole schießen wir zweimal. Hier müssen wir ein halbes gefühltes Magazin drauf pappen. Oh, der Yen-Einrichtung für das Ding ist ja richtig hammerneu. Habe ich noch nie gesehen, was so aussah. Wandmunition, Wolframmunition. Oh. Sieht ein bisschen aus wie bei Border Crossed 3. Da gibt es so eine Szenerie, die halt einfach exakt so aussieht wie die Teile hier. Okay. Leute, es gibt. Es. Ich habe keine Biotech dabei. So. Schön, dass ihr auch mal da stehen. So, hätten wir. Ich verstehe auch immer nicht, wann kann man sprinten und wann nicht. Manchmal kann ich echt an denselben Orten sprinten und dann halt wiederum manchmal nicht. Verstehe ich immer nicht. So. Nach links geht's auch, aber nach rechts meine ich geht's auch, aber links ist ein X. Retter? Gott sei Dank. Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass jemand wegen des Signals kommen würde. Mein Name ist Dr. Ross. Ich bin hier die leitende Forscherin von Exogeny. Wir sitzen seit Tagen hier fest und langsam geht uns das Essen und Wasser aus. Sie kommen gerade rechtzeitig. Sie sind in Sicherheit. Ich muss wissen, was hier los ist. Warum wimmelt es hier von torianischen Creepern? Woher wissen Sie über den Torianer? Ich habe ihn gesehen. Ich weiß, was Exogeny vorhat. Ich habe gesehen, was dieser Torianer den Kolonisten angetan hat und ich habe ihn vernichtet. Dann ist unser Geheimnis nun keins mehr. Ich muss nicht lügen, da Sie das Schlimmste bereits wissen. Die Creeper hier wurden mit Hilfe veränderter Proben von den Exemplaren auf Pharos geschaffen. Wir fanden einen Weg, sie in fügsame, gehorsame Diener zu verwandeln. Bis vor einigen Tagen war alles in Ordnung. Dann drehten plötzlich alle Creeper durch. Nur wenige von uns haben es bis in diesen Raum geschafft. Geschieht Ihnen recht. Allgemeines Notsignal. Warum haben Sie keine Nachricht geschickt und um Hilfe gebeten? Wir hatten nichts als dieses Signal vom Notsender.
Dies ist eine geschlossene Kommunikationsbasis. Exo-Jenny war besorgt, dass ein am Projekt beteiligter Geheimnisse an einen Konkurrenten verkaufen oder uns den Behörden melden könnte. Wir können nicht direkt mit der Außenwelt kommunizieren. Wir haben nur den Notsender. Er schickt ein allgemeines Notsignal zur Exo-Jenny-Anlage auf Pharos. Sie sollen uns dann innerhalb von 24 Stunden ein Team schicken. Aber offenbar haben sie jetzt ganz andere Probleme. Und weitere Überlebende? Könnten in der Basis noch weitere Leute am Leben sein? Das bezweifle ich. Da draußen sind zu viele Creeper. Sie hätten keine Chance. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind. Durchgedrehte Creeper? Wissen Sie, warum sie sich gegen Sie gewandt haben? Vielleicht gab es immer noch eine Verbindung zwischen den Creepern und dem Torianer auf Pharos. Der Torianer war anders als jede Lebensform, die wir je studiert hatten. Ich kann nicht erklären, wie es geschah, aber als er starb, haben es wohl einige der Creeper hier gespürt. Ich habe alles Nötige gehört. Hören Sie, ich weiß, dass das, was wir hier getan haben, falsch ist. Ich gebe es zu. Aber es ist jetzt vorbei. Es macht keinen Sinn mehr, es den Behörden zu melden, oder? Was schlagen Sie vor? Vielleicht können wir eine Lösung finden. Normalerweise würde sich Exo-Jenny um mich kümmern, aber Sie haben offenbar genug damit zu tun, die Sache auf Pharos gerade zu bügeln. Aber ich habe Geld. Ein Notgroschen, den ich angespart habe. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns gehen lassen. Das kann ich nicht tun. Die Opfer hier haben Gerechtigkeit verdient. Oh Gott. Ich muss sie festnehmen. Das wollte ich nicht! Das wird nicht passieren. Feuer eröffnen! Ach, komm schon! Los, was sollte das denn? Ey, da macht ihr mal irgendwelche Dialogoptionen, die ich gar nicht will? Ey, die zweitklassigen Söldner von Exogenie hatten keine Chance gegen die gut ausgebildeten Marines der Allianz. Nachdem der letzte Wissenschaftler tot ist, gibt es keinen Grund mehr, sich aufzuhalten. Joa. Weißt du, ich wollte sie so in Frieden gehen lassen. Ja, nee, macht er nicht. Genervtes Objekt. Ich habe ja ganz kacke hier, die ich einsammel. Aber das ist ein Universalwerkzeug. Sah interessant aus. Ah, ja. Das ist ja... Scheiße. So, habe ich sonst noch irgendwelche Sachen eingesammelt? Das ist eine Skimitar 3. Ja. Banshee 2, ja, auf jeden Fall. An die Munition habe ich auch noch eingesammelt. Ja, mal gucken. Kryo-Munition. Irgendwelche Granaten-Updates. Sprengstoff 2 und... Kryo 2. Eigentlich kann ich diese Sprengstoffdinger, weil nur ich kann hier Granaten tragen, ne? Und ich mache ja immer Sprengstoff rein. Was habe ich denn derzeit? Sprengstoff 3. So. So. Das hätten wir. Okay. Perfekt. Vielleicht kriegen wir sogar noch... zweite Missionen in dieser Folge. Mensch, das wäre es ja mal. Zwei Missionen in einer Folge. Ja, und ich wollte... Kann ich nicht tun, weißt du? Ich dachte, das bezieht sich darauf, dass ich denen nicht das letzte Geld nehme. Nee. Ich muss sie verhaften. Und ich so, Junge. Deswegen will ich, das schafft mich auch bei Fallout 4, vorher sehen, was im Text steht. Weißt du? Was ist denn da unten los? Geht-Aktivitäten. Armstrong-Nebelcluster. So. Das dürften wir doch hinkriegen. Wo ist der denn? Da, Armstrong Nebel. Eine Nachricht von den hohen Tieren auf Arcturus. Ich stelle sie durch. Normandy, hier spricht Admiral Hackett.
Wir wurden gewarnt, dass es im Skyllianischen Randsektor verstärkt zu Geth-Aktivitäten kommt. Überwachungsdrohnen haben Geth-Außenposten auf 4 verschiedenen Planeten im Armstrong-Cluster entdeckt. Wir brauchen jemanden, der sie ausschaltet. Gibt's weitere Informationen? Wissen wir denn, was Sie wollen? Das ist schwer zu sagen. Sie könnten einfach nur Informationen über uns sammeln oder Sie machen sich bereit, um Kolonien der Menschen zu attackieren. Oder Schlimmeres. Es könnte die erste Welle einer Invasion sein. Hoffentlich nicht. Wir brauchen jemanden, der dem nachgeht, Shepard. Saren zu finden bleibt Ihre oberste Priorität. Aber Sie haben bereits gegen die Geth gekämpft. Sie sind die logische Wahl, um diese Außenposten auszuschalten. Wir übermitteln die Positionen aller bekannten Geth-Außenposten im Armstrong-Cluster jetzt an die Normandy. Admiral Hackett, Ende. Hong. Waschmamschi. Tereshkovska. Ja. Gagarin, Tereshkovska, Hong und Waschmi. Na toll. Okay, das wird eine Überlänge-Folge. Das kann ich dir jetzt schon sagen. So, Wamschi. Alle, wir müssen jetzt hier die Sachen machen. Okay, wo ist der erste Planet von dem Ding? Almos. Schöner Planet. Almos ist ein Wasserstoff, Heliumgas, gegangen mit Spuren von Natrium, die die Atmosphäre verdunkeln. Okay. Pregel. Aber jetzt ein Brezel, ne? Pregel ist eine riesige terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Chlor und Ethan. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Schwefel mit vorkommendem Aluminium. Hier hat noch nie jemand versucht zu landen. Wir haben turianische Insignien gefunden. Das heißt, hier hat schon mal jemand versucht zu landen. Magie umkreist die riesige Wamschi-Binärsterne. Wamschi A ist ein blauer Stern der Spektralklasse A4111, der etwa halb so weiß wie die Sonne ist. Wamschi B ist ein alternder roter Riese der Klasse M5111, der 220 mal größer als die Sonne ist und das wird zu einem schwarzen Loch werden. Magie hat eine dünne Atmosphäre aus Methan und Kohlenstoffmonoxid. Der Temperaturunterschied zwischen der Sonnenab- und sonnenzugewandten Seite sorgt für konstante Stürme, durch die Silikate und Natriumstaubwolken aufgewirbelt werden. Einige verrohte Bewohner des Terminus-Systems machen sich bisweilen einen grausamen Spaß darauf, auf Magie-Paare von Sklaven, Geißeln, unbeliebten Crewmitgliedern oder aus Langeweile Tieren auf der Planetenoberfläche auszusetzen. Diese armen Gestalten müssen dann ihre Leidensgenossen umbringen, bevor sie von der tödlichen Strahlung der Gigantensterne gerettet werden. Um Gottes Willen. Das war schon schrecklich. Wen nehmen wir mit? Niawa und Tardi. Einer meiner Lieblingskombis. Okay, geht Außenposten eine Anomalie. Erstmal zur Anomalie. Aber schön mit den zwei Sternen eigentlich. Aber es ist halt ein riesiger Strahlungsausstoß immer. Sehr schön, sehr schön. Wir fahren direkt drauf zu. Ich mach das doch nicht in einer Folge, die würde eine Stunde oder so darauf holen. Nee, ich mach das nächste in einer Folge, auch wenn die länger wird. So quasi als Geth-Bekämpfungs-Special. Und hoch! So. Na, wunderbar. Einen Trümmerteil. Oha. Ja, Artefakt bergen.
Turianische Insignien gefunden. Auf dem seltsam aussehenden Sensor befindet sich eine alte Aufschrift. Sie zeigt ein Zeichen der Edesan-Kolonie-Insignien zu tragen. Und da hinten war da auch noch was, oder? Oder nicht? Ist das falsch? Das ist noch ein Fragezeichen. Ist es der? Willst du mich verarschen? Es gibt hier keinen ebenen Grund. Seltsamer Schädel. Entdeckung. Dieser massive Schädel trägt deutliche Anzeichen von Beschuss durch Massenbeschleunigerwaffen. Über die Xenobiologie-Dateien in ihrem Kampfanzug-Computer kann diese Spezies nicht identifiziert werden. Sie muss von einer unbekannten Welt hierher gebracht worden sein. Joa. Ach Gott, einmal über den halben Planeten. Uns nicht das nächste Mal einen fliegenden Wagen geben. Ist ja einfach viel angenehmer, wenn man über die ganzen Dinger herfliegen kann, als darum drüber zu fahren. Fahre ich immer noch in die Richtung? Nein. Ist jetzt mal hier lang. So. So, ist das. Okay. Was haben wir denn da so? Alter, diese Strecke immer auf diesem Planeten. Wie macht es also wirklich in die Länge? Also 99% des Let's Plays bestehen aus Marco-Fahrten über Planeten, glaube ich. Der restliche Prozent besteht daraus, dass ich Planeteninformationen vorlese. Wow. Ich hoffe, nein, ist es noch nicht. Ich sehe schon mal was, das ist cool. Das ist zwar... Oder ist das das, wo ich hin soll? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich habe ja hier richtig gutes Kampfgelände. Ah, okay, ich glaube, ich muss diese ganzen Geschütztürme ausschalten. Der nächste. Wow. So. Und noch einer. Aua. So, aua. Nein, nein, nein. Türme sind ausgeschaltet. Ab zum X. Ob die wohl alle per Hand gemacht wurden, die Planeten? Also hier von den Entwicklern per Hand? Das ist mal eine interessante Frage. Okay, steigen wir aus.
kann. Hey. Wow. Ein Koloss. Gar nicht gut. Okay. Noch drei weitere Außenposten. Der erste Schritt einer langen Reise. Ja. Also ich dachte, ich könnte das Ding auch plötzlich sehen. So. Ich würde sagen, wir machen einen Cut. Ja. Bis zur nächsten Folge und tschüss.